Objektvorstellung Mikroapartments in München-Unterhaching. Am Mikrofon ist Maxi Schwarz von der Wohnung Jetzt GmbH. Mit den Mikroapartments in Unterhaching bei München gibt es ein neues attraktives Angebot für Kapitalanleger, die sich mit Immobilien eine sachwertgestützte Altersabsicherung oder passives Einkommen schaffen möchten. In diesem Podcast bzw. Video schauen wir uns das Angebot näher an. Ja, Unterhaching ist eine Gemeinde, die direkt an den südlichen Stadtrand von München grenzt. Hier leben rund 25.000 Einwohner. Es gibt zahlreiche große Unternehmen, die sich hier am südlichen Münchner Stadtrand angesiedelt haben. Auch mehrere große Gewerbegebiete. Und die Lage ist insofern ganz spannend, als es auch von hier nicht allzu weit ist in die Berge, an die Seen wie Tegernsee oder Starnberger See. Die sind von Münchner Süden aus auch sehr gut zu erreichen. Ja, und im Raum München steigen die Übernachtungszahlen seit mehreren Jahren. Man geht davon aus, dass hier noch ein zusätzlicher Bedarf an Übernachtungskapazitäten von 90.000 Betten gebraucht wird. Und dieses Boarding House hat sich genau auf diesen Bedarf fokussiert. Es sind kleine möblierte Apartments, Größen zwischen 17 und 32 Quadratmeter, gedacht für einen kurzfristigen bis mittelfristigen Aufenthalt. Diese Apartments können Geschäftsreisende, aber auch Projektmitarbeiter, Studierende über eine Buchungsplattform bequem buchen. Der ganze Buchungsvorgang ist weitgehend digitalisiert. Es ist also eine sehr moderne Einrichtung. Ja, und dieses Boardinghaus ist im Sommer des Jahres 2023 bereits fertiggestellt worden. Und hier können Anleger sich durch den Kauf eines Apartments an diesem Konzept beteiligen. Was ist das Besondere für Anleger? Schauen wir uns das gleich mal an. Ja, diese Mikroapartments sind langfristig an einen Träger aus dem Raum München vermietet. Der Mietvertrag läuft fest auf 25 Jahre. Während dieser Zeit ist eine normale Kündigung ausgeschlossen. Die Miete wird unabhängig von der Belegung eines Apartments auch dauerhaft gezahlt. Und für Anleger ergibt sich hier ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Das schauen wir uns jetzt im nächsten Schritt an. Ja, denn die Kaufpreise für ein Apartment, die liegen hier zwischen 154.900 Euro bis fürs größte Apartment, also rund 32 Quadratmeter, bei knapp 300.000 Euro. Die Jahresmiete bewegt sich hier vom kleinsten Apartment bei 6.556 Euro bis 12.600 Euro fürs größte Apartment. Das entspricht einer anfänglichen Mietrendite von 4%. Die erste Miete wird ab dem Februar 2024 gezahlt und eine weitere Besonderheit ist, dass hier für die ersten 3 Jahre ab Betriebsübernahme, also ab der Mietzahlung, keine Verwaltergebühren zu zahlen sind. Die fallen erst ab dem 4. Jahr an. Wir waren mehrfach vor Ort, haben uns die Baustelle angeschaut. Inzwischen ist es fertiggestellt. Es ist eine sehr attraktive, kompakte Immobilie geworden. Ja, und falls das für Sie eine Überlegung sein sollte, Exposé ist in der Beschreibung zu diesem Podcast bzw. Video verlinkt. Wie immer, Erstberatung kostenlos und unverbindlich. Auch die Reservierung einer Einheit ist für einen Kaufinteressenten kostenlos. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören!